Leute. Sag mal hallo. Hallo. Hellas. Hellas zusammen. Wir sind hier. Wo sind wir eigentlich? Krefeld. Achso, okay. Wisst ihr ja Bescheid. Gucken wir uns mal hier. Kleine Weferstraße. Könnt ihr noch vorbei lutschen, rutschen? Lutschen? Ja, aber manche viele Dinger. Zu neu. Der ist gut. Was? Der ist cool. Ja. Astra F. Mit Airride. Ich gebe erstmal Präsenter ab. Ja. Ich kann ja auch 100% sagen, welcher Hersteller dieses Airride ist. Weil es der einzige Hersteller, der das anbietet für GW günstig. Das wird 100% an TA taugt nicht. Nein. Ist gebaut in, ich glaube, Österreich oder Schweiz. Echt? Ja. Aber du kriegst doch mittlerweile die Dinge hinterhergebracht. Ja, aber in dem Fall nicht. Aha. Und ist eingetragen. Ja, dann. Hat doch lange nicht so recherchiert. Dann Respekt. Boah, ist das wirklich ein 1-2er? Sehe ich das richtig? OAV, ne? Ja, fast. Das, ne? Dann habe ich mir jetzt auch gerade so noch gedacht. Ich wusste nicht mal, welche Färf das hätte, aber... Auf der anderen Seite ist es blau. Schön. Ja. Ja. Also wenn du noch einen tauben blauen kriegst, kannst du noch da zwischendurch. Ja? Aber ein scheiß Radio dafür drin. Ja. So, kann man machen. Tja. Die Lütte von ihm ist klasse. Das dürft ihr ruhig wissen. Also er fährt den Wagen nur. Gehören tut er ihr, weil hat er ihr gesagt, das ist deiner, den kriegst du irgendwann. Und sie spricht selber, die hat selbst mit ihnen hier die Scheiben am Anhänger eingezogen. Ja, gehört sich doch auch so. Wo hast du das Zeug hingelegt? Oh, so ungefähr. Ne? Ich habe den als Caravan eine Probe gefahren jetzt letztens, ja, weil ich dachte, komm, man gönnt sich mal ein neues Auto. Guck mal, festhalten, der kann nichts. Den würde ich ja dann schon einfach, selbst wenn er nichts könnte, wobei der was kann, der hat eine entsprechende V8 oder so. Ne? Ja, würde ich den schon wieder fahren, weil er eben keine Sau fährt. Ne? Bei hässlich ist er jetzt auch. Aber was hat er erzählt von wegen der Linkslenker? Er ist ein Rechtslenker, das sieht man. Ja, das ist ja diese sogenannte Jute. Ich hatte noch gesagt, das ist ein Holm. Der heißt da irgendwie ein Holm Jute. Wobei, das ist das Vauxhall-Zeichen. Nein, das ist das Holm-Zeichen, das ist kein V, genau. Das ist ein Holm. Wenn man den mal eben hinten in die Kopfschüsse mopsen. Dem Köpfchen. Da ist die Hutze drauf. Jetzt. Ah. Da ist die Hutze. Ja, komm, ohne den Flügel wäre ich vielleicht gar nicht so schlecht. Er hat auch in der Ehrenstoffflügel. Aber drauf laminiert. Oder kommt die komplett drüber? Ne, ist laminiert. Wird das ist laminiert, du siehst es hier. Ja, der reißt ja hin. Wird das da eingesetzt so? Da war original doch die ganze Klappe, oder nicht? Ne? Nein. Nein, wird aufgesetzt. Oder wahrscheinlich auch mit Scheibenkleber oder so. Aber der hat die komplette Ehrenstoffspoiler und kann das. Ja, die Ecken, Schweller. Ja, Jens. Bis auf die Felgen. Soll man alles mitnehmen? Dann hätte ich aber auch noch die passenden Felgen besorgt. Mit Klimaautomaten. Hab ich auch. Und Bordcomputer. Hab und Tempomat. Hab ich auch. Wir hatten so nicht im Astercup. Und Xenon. Xenon auch. Ich glaube, es ist auch gar nicht mit wenig Ausstattung. Mit wenig Ausstattung, dann guck bei mir rein. Ich hab noch nicht mal die Sportsitze. Nee, der hat die OPC-Front. Ist das, glaube ich, oder? Mit den Wunden klein. Kann aber auch mit Irmscher. Nee, das ist eine Irmscher-Front angelaminiert. Aber er hat ja dann auch schon laminiert. Nee, die Irmscher, die sieht anders aus. Also, nee. Was mir nicht gefällt, sind die Spiegel. Und ihm fehlt noch die von Lummer, Putze, ne? Oben. Ist Lummer, ne? Ja. Hier schön. Ascona B, Viertürer. In der Farbe habe ich den ausstehen. Viertürer mit der Farbe. Ja. Auch in dem Zustand. Ja. Der hat nur Kurflügelkante Rost. Und Schweller hat der eine kleine Beule. Warum fährt der nicht? Er hat nur die Hülle bis jetzt. Ne? Also ihr dürft ganz gerne hier alles, was da Interieur ist, verschiedenste Farben, auch gerne Kunstleder, einfach rüberschicken zum Jens oder zu mir. Innenausstattung als Ascona B Viertürer würde ich nehmen, den Rest habe ich technisch. Ich habe auch ein 2.0 E stehen mit, weiß ich, 40.000 gelaufen oder so.
Ich muss den nur fertig machen. Das aber ist ja das Problem. Die Zeit. Nein, Zeit ist mein Typenschild. Corsa. Ich habe nämlich nur eins. Sehen wir da. Sollen wir erstmal. Leute, ja, wir gehen da hinten. Erst ja, dahin und dann da hinten auf dem Ne, ich warte mal, bis Stefan seine Pulveranlage fertig hat. Und dann werde ich mal anfangen, die ganzen Sachen zu zerlegen beim Ascona B und selber zu pulvern. Oh, da ist der Jens. Ja, ich bin hier. Hallo. Ja, da ist ein anderer Jens. Hallo. So, ich dachte, es geht nur ein. Nein, der mit dem schönen Kaliber. Oh. Ist der schön? Ja, wieder schön. Von 6. Lenktuning. Nur weil der Motor drin hat. Nee, Lenktuning, den hat man nicht drauf. Das ist nicht. Ich bin ganz froh, einfach diesen billigen Kurs zu haben, den Farben. Ja? Mit dem schwarzen Auto wirkt das dann halt. Muss nicht immer was Teures sein, wie ja, der Müll. Nee. Der C-Ascona da. Das ist doch was für dich, ne? Ja, ist C3. Ist letzte Serie. C1 wäre natürlich jetzt schöner. Wir sind ja schon wieder rund gelutscht da. Und auch eine GmbH. Ich hab nichts gesagt. Du hast nur zugehört, ne? Ich hab nur zugehört. Ich hab mich sogar aufgeregt, dass meiner so scheiße ist. Aber ich finde so gut, jetzt einzeln mit 160 PS. Halme fest. So scheiße ist die? Nee. Ich sag einen OPC 1, den würde ich wohl auch nehmen. Ja. Mit dem 160 PS Motor reicht eigentlich. Ist ein schönes Auto. Ja. Hüpfel, der Tuning. Hör ich, ja. Ich bin mal gespannt, ob mein Kollege gleich mit seinem Blumenkrieg ein bisschen kommt. Ist übrigens die wahnsinnig seltene Farbe auf dem Ascona. Wovon der Marcel eben sprach, ne? Die ist ja so gut wie das ist doch Silber. Das ist eine andere Farbe. Das ist nicht Helios Blau Metall. Nee. Echt? Das ist heller. Das ist heller, hast du recht. Das könnte schon. Aber das sind dieselben Felgen, die Edgar bekommen. Das ist auf jeden Fall verdammt nah an der CD. Ja. Das ist eine GLS. Oh, ich denke, das ist falsch. Aber was daran GLS ist, schiebe doch, ne? Ja, Gaslenkrad und Schiebe da. Automatik. Ein bisschen Velour. Ja, damals haben die, da war die Grundausstattung. Von den GLS. Mittelarm nehmen. Ich finde diese. Mit den schwarzen Schlafen. Hm. Ich finde die C2, die ja Vollfläche sind und in der Mitte diese dicken Streifen haben, finde ich schöner. Okay. Viele suchen diesen Spoiler hier, der drumherum läuft. Ja. Gab es nur noch beim C3. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und mal einigermaßen original gelassen. Ja, einigermaßen. Ja, das ist tiefer. Das ist komplett original. Die Kappe fehlt. Die Kappe fehlt, ja. Kennst du nicht noch eine Kappe? Davon habe ich 2 Millionen, aber in anderer Farbe. Heidblau, Rot. Ja, mit Felgen inklusive, ne? Schade eigentlich. Ja, aber der 10 PS mehr wegen dem roten Sättel. Ja, ja. Oh, ja. Also noch rot erkennbare Sättel. Ich habe einen Spoiler von Irmscher, den ich in England mitgenommen habe, ne? Tatsächlich nochmal irgendwo gefunden zum Verkauf. Cool. Da waren noch ein paar Bilder mehr bei mit Montageanleitung etc. Original von Irmscher. Habe ich mir dann mal gescreenshottet, damit ich das auch mal so habe. Ich meine nicht, dass ich wüsste, wie man das, also nicht wüsste, wie man das montieren würde, aber
Einfach damit man da mal hat. Für Corsa A oben auf dem Dach, nicht auf den Heckdeckel, für das CC-Modell. Okay. Der kommt wirklich auf dem Dach drauf, nicht an eine Kante hinten, ja, sondern. Und der hat auch die Aussparung für die Spritzdüse, für die große. Okay. Muss ich mir mal angucken. Musst du dir mal angucken. Also ist schon, das ist ein lustiges Teil. Haben wir auch nur in England das erste Mal gesehen. Ich habe nur in England das erste Mal gesehen. Ich habe ihn letztlich für ein Apfel und ein Ei geschossen. Er hat 20 Pfund gekostet, macht 27 Euro. Schönen guten Tag. Ist er nicht live, oder? Nee. Doch, wir sind gerade live. Ja, ja, klar. Wir sind alle live. Live. Ich muss mir nicht sagen, dass er das noch schreiben muss hinterher. Aber, doch, das musst du eigentlich reinbringen. Reicht doch jetzt, wenn du glaubst, dass du live bist. Nein. Doch. Du darfst es gar nicht hochladen. Hast du nicht gesehen? Er hat dann auch einen Bauch tätowiert. Hallo, ihr habt es alle unterschrieben. Unabhängig davon sind wir darauf hingewiesen worden, dass hier Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden könnten. Von uns. Sven, ist deiner wir sind nicht ja ein fast bisschen von anders? Euch. Ist deiner nicht ein bisschen anders? Meiner ist ein wenig, ist ein bisschen anders, ja. Aber nur wenig. Meiner ist sogar ein bisschen anders, dass meiner gar kein Motor ist. Oh, machst du einen auf Flintstones? Ja. Also ich mit der vierten Motorplatte habe ich lange gesagt, ich hau dir die Flex da durch jetzt. Elektro. Ja, genau. Ein Tesla-Motor rein. Ich war schon überlegen, so ein 128V, die halten mich. Ja, die, aber die alten, die ganz alten. Ich weiß nicht, wie ich da mit den Antriebswellen machen muss. Verlängern. Ankleben. Schlauchschelle. Ich muss noch ein OAV stellen, die tun den auch. 1,2er OAV. 2 Liter 8V ist ja wohl haltbar. Ja, mein erster Motor hat 500.000 gehalten, der letzte Motor hat keine 200 Kilometer gehalten. Tja. Denk mal drüber nach, wo war der Fehler? Ich will kein 16V haben. Das stimmt, 16V Turbo ist besser. Fahren, der 240 ja, richtig. Hat. Das mag der nicht so. Ja, wenn die Ölpumpe voll hat, ist es besser als 7, ne? Ja. Weil er eine Motorencenter richtige Facharbeit geleistet hat, ne? Dann spricht für Qualität. Und ich mach das Ding ab, weißt du? Das war kein Dichtmaß, aber cool, das ist glitschig. Ganz die Sieb voll, ich sag, hier. Darum auch dauerhaft 100 Grad. Oben, Nockenwellengehäuse. Das Öl, das war sowas von frisch. Da kam jemand, die Nockenwelle war sowas von trocken. Und rechts hat sie frisches Öl und dann rechts, links guckst du so ein bisschen. Ja, mal was. Hast du gesehen? Voll im Dreck, paff, durchgehauen. Was? Was macht ihr mit meinem Kind? Alter! Ist das Auto auf? Was? Mein Auto ist dauerhaft auf. Ich kann es, glaube ich, gar nicht mehr zumachen. Gut zu wissen. Da ist auch gar nichts drin. Ach so, okay. Schade. Ich will so einen dicken Saphira haben, wo Nasen alle Steuergitter durchhauen. Man merkt, du hast Glück. Der Motor haut durch, ständig. Beim Saphira hauen die Steuergeräte durch. Wie wär's mit dem VW? ABS-Steuergerät? Das ist das Steuergerät ist gut. Ich irgendeine Scheiße posten. Hier. Ist voll. Oh, warte mal. Das ist Pergament, so würde ich den blauen gerne auch lackiert haben. Das ist ein Pergament. C? Ja, Ife. Finde die Farbe geil. Die Farbe ist geil, aber der Motor ist ein bisschen geil. Ich weiß, V6. V6? Ja, ich muss gleich mal vorne in die Schütze. V6? Super, habe ich da ein Schütze nicht sehen. Da ist übrigens der Fahrer von den Schrotthaufen da hinten, den wir uns gleich mal angucken. Der braune Heinsberger Ranzhaufen. Mülltonne da. Der Diva-Gedöns. Das billigste Auto hier auf dem Platz. Hast du vollen Akku und Datenvolumen? Ja. Wer lässt da mal weiter, ne? Scheißtreffen und so. Ist der gerade raus? Ja. Das ist doch ein Scheißtreffen. Der Veranstalter hat einen permanent Feuchten in der Hose. So, das da ist Renés Schubkarre, die sollte am bekannt sein. Ja, ein bisschen, ist glaube ich bekannt. Die aber die Ansaugbrücke, die nehme ich mit. Ich nehme das ganze Auto mit, weil er will meinen haben, ich würde den wohl nehmen. Warum will er deinen haben? Er will meinen, ja, ist halt, ne, oldschool. Das ist halt, ich da drin rücken, oder? Würde er jetzt heute so nicht mehr bauen, sagt er. Aber du kannst daraus nichts anderes mehr machen. Nee. Aber ich finde es geil. Ja. 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 Muss ich sagen. Ich hätte vielleicht weniger Aufkleber drauf gegebenenfalls oder was weiß ich was, ein paar Kleinigkeiten und das war's. Sonst ist aber nett. Trotzdem ist das Auto sehr stimmig. Ist, ja, ich hätte auch andere Gurte dran, weil das geht gar nicht. Silber? Silber in dem Wagen? Nee, eigentlich dann nicht. Eigentlich dann, wenn dann braun nur, oder? Davon nur ich hätte noch schwarze Stück. Stare, die würde ich ja, abgeben. Die habe ich jetzt seit 18 Jahren im Regal liegen. Die scheiß Gurte, die waren noch nie verbaut. Das ist ja dein Problem. Also ein Airbag wäre auch geil. Für Edgar. Letztens meinte ein Kollege, das wäre doch Photoshop. Oder? Nein, ein bisschen. Nein, ist nicht. Photoshop.
Das, ja. Aber ich hätte gerne die Eintragung. Ich hätte gerne die Eintragung von dem Feld. Ja. Ach, da war noch der mit Dokumentenfälschung. Warum? Kennzeichen. Achso. Das ist Dokumentenfälschung. Ach so, ja. Ja, dann ist die Polizei neu noch angehalten. Denke ich mir. Aber es sieht natürlich viel stimmiger aus. Also ich würde bei mir gerne das blaue Deo absägen beim Astro. Ja, aber weißt du noch, damals Bochum am Werk, da stand ein Calibra. Oh, das Euro-Kennzeichen, klar, am Kali, ne, aber das blaue D einfach weggesägt. Ich meine, unabhängig davon, dass das scheiße aussieht, weil der Rahmen nicht durchläuft, ja, aber... Tja. Ja, wenn wir Europa wieder abschaffen, kriegen wir die alten Kennzeichen, passt das auch. Na, wir treten aus der EU aus. Hier, guck, das ist hier mit schwarzer Bremse. Ja, also so wie es gehört. Ja, das muss ich doch immer so eben kurz glauben. So wie sie das auch gehört. In meiner Alltagshure. Du hast nur eben links und rechts, ja, das lässt sich nicht vermalen bei der Aber hier ist kein Kleber. Ah, zumindest nicht sichtbar. Aber sieht schöner aus, sagen wir so. Nee, wenn gut, er hat jetzt keinen schwarzen Rückleuchten, aber wenn du schwarze Rückleuchten drin hast, sieht das mit diesem roten Ding einfach nur... Das sieht einfach kacke aus und dann auch im schwarzen Auto. Ja. Aber sehr schön. Mhm, schönes Auto. Sehr schön. Wie gesagt, ich muss jetzt nur noch meine Felgen eingefahren. Ich stehe noch ein bisschen weiter raus als bei dir. Wobei ich ganz ehrlich sage, ich habe ET7 noch mal ein bisschen Spurplatz. Wobei ich mein Astra G-Coupé mit den Flügeltüren finde ich nicht so schlecht. Seine Coupé passt da. Ich könnte die ganz normalen Standard-CCs, da kriegst du ja ankommen. Ich könnte noch, auch für das Cabrio könnte ich einen Satz kriegen, originale LSD. Ja. Also nee, auf Cabrio gehört dann in meinen Augen. Bei so einem Coupé ist das geil. Den habe ich mir damals angeguckt, als er neu rauskam, hätte ich mir beinahe geholt, wenn da Kleingeld schon gestimmt hätte. Das war ich. Ja. Es wird auch ein paar Fastgeschichten in meinem Leben geben, aber immerhin auch welche. Gut, da kommt gar nichts mehr wieder, ne? Kannst du mal abhauen, du Scheißtier? Was ist denn los? Hab ich gesagt, dass ich mit dir kuscheln will? Komm, geh. Achso, genau. Heute nicht. Hör auf, eine Schlägerei anzuzetteln. Komm, Marc, jetzt sag uns doch mal was zu diesem Auto. Das ist ein roter. Der war schon auf vielen Klassen. Ja, okay. Wobei die Aufkleber kann ich da auch reinsenden, habe ich. Ja, das ist ja schlimm. Kann man ja auch nach. Ich kenne das Fahrzeug. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Hat einen serienmäßigen Schilder. Wird auch immer seltener, dass die serienmäßigen GSE machen. Genau. Wird immer seltener. Weil waren schlecht eigentlich. Warte, die waren nicht schlecht im Moment. Nee, gut. Ich sag ja, waren nicht schlecht. Später im Astra F, der 1SSI. Jetzt klär du mich auf. Also ich kenne die Dinger von Bosch und ich kenne sie von Kinby. Valeo ist jetzt recht selten, oder? Die Scheinwerfer. Aber das ist, Kinby ist das Glas. Aber Valeo Aufkleber? Habe ich so noch nicht. Ist das Kaminrot oder was? Das ist nee, lass mal Farbcode gucken. Das ist 535. Müsste Kaminrot sein. 535. Das ist Kaminrot, ja. Müsste, oder? Steht da? Ich habe keine Ahnung. Ist die Liste hier sehr lang oder einfach zu kurz, um alles drauf zu schreiben? Karton. Mann, das hat sich geklärt mit der Bremse, gell? Ein bisschen Farbe. Ja. Hab ich ja angeschrieben. Es gibt zwei Sättel, durch die Sättel, da haben wir es. So, ich habe den Frank getroffen. Eigentlich hatten wir überlegt, dass er mal einen alten Auspuff vom Astra bekommt, aber der ist leider in Schrott gelandet. Aber er hat mir eine Spende versprochen für Edgar, die er in der Hand hält. Was ich richtig geil finde. 30 Euro. Da kriegen wir noch was hin mit Edgar. Ja, ich hoffe, dass ich das Ding bald zu sehen. Immer super. Ja, ich denke, also mein Plan ist, dass das definitiv nächstes Jahr losgeht. Die Felgen sind jetzt beim Pulvern und die Sachen nächste Woche zum Lackieren. Hat das vorne mit der Front geklappt? Mit dem Scheinwerferausschnitt? Ja, ja, das hat schon geklappt. Das hat alles geklappt. Ja, ich habe gedacht, ich schicke da auch mal vielleicht eine kleine Beschreibung, wie es vielleicht helfen könnte, weil er hat ja die Anbeißdinger da drin gehabt. Der einzige? Wo der hochgegangen ist, der lag ein bisschen. Nö, ja, das hat da geklappt. Also, weißt du, wie der. Genau die Farbe. Ne, die ist heller als die. Mhm. Stufenheck.
Fürbü. Hier mal wieder schick. Die Ausstattung ist schön. Covermuster, ja. Ja, beige. Auto. Und Rennleitung. Dürfen die eigentlich auf dem Privatgelände? Ja, klar. Gut, das ist nicht ab. Dürfen nur nicht kontrollieren. Das ist noch nicht abgeschlossen. Notieren die sich jetzt Autos. Ja, die fahren, gucken. Tja, jetzt fahren wir hier drüber und notieren sich wahrscheinlich Kennzeichen. Und dann entsprechend dann sie, wenn wir runterfahren, gucken können. Scheiße, ich drauf. Das ist ein Stückchen so, dass ich jetzt alles gut habe, ich überholen lassen, der sich immer gut ausdrücken, das neue der Wasserkühler war schon lange Zeit gut, der ist auch neu gesteuert, das macht er neu. Warum? Ich kann dann nur, weil ich hab so einen Lift, ich kenne den nicht da drin. Selber schuld. Ich hab bei dir jetzt auch. Das ist Flowmaster. Aber es sind der kleine Kasten. Du kriegst ja den großen, beim 2-2 am Hinten steht auch noch ein AsVG mit dem Flowmaster-Ding. Ja, wobei, du musst nicht so eine neue Streifbahn kaufen, weil die Reifen zu klein. Ja. Wenn du heute einen Kombi kaufst, ist das sowieso nur noch so ein Jupilaster. Ja, passt nicht rein. Und mit den abfallenden da hinten ist das eh Schwachsinn. Also faktisch, der Insignia, den ich da jetzt hatte, der OPC, erstmal kann der gar nichts. Und zweitens, viel zu klein. Tja, also kein Opel denn jetzt, ne? Der Fahrgastraum war vom Platzangebot wunderbar. Ja, also selbst wenn ich drin saß, konnte hinter mir noch jemand, der Beine besitzt, sitzen. Ja. Aber der Kofferraum ist erbärmlich. Unabhängig davon, dass du extrem lange Arme brauchst, um überhaupt irgendetwas über die Stoßstange drüber zu heben. Trotzdem schönes Auto, aber halt mal fest. Ja, und zu teuer für das, was es kann, ne? Viel zu teuer für das, was es kann, ja. Viel zu teuer. Ist von der Form her wirklich gelungen, da haben sie sich was einfallen lassen. Ausstattung war top, aber ja, ich glaube, war voll. Volle Hütte. Aber der elektrische Heckdeckel war da auch drin. Da habe ich ja schon beim Vectra C die Krise gekriegt, weil er mal aufging, mal nicht aufging. Egal. Ich habe mich ja dagegen entschieden, aus Vernunftsgründen. Ey, könnt ihr mal vernünftige Musik spielen? Ach, geht komm ihr? Her! Ich fand die jetzt gerade gar nicht so schlecht. Der werte Herr macht das auch ehrenamtlich hier. Das ist richtig, alles für einen guten Zweck. Das ist auch die einzig richtige Sache. Kostenlos, aber nicht umsonst. Also. So richtig. Aber normalerweise kann man ihn ja auch buchen.
Genau, man kann ihn buchen. Man kann mich buchen. Da, hier, kann der mal. Bevor die Irritation entsteht. Die sagenumwobenen Regerkatastrophen. Jeder kriegt mindestens 5 dafür. Ja. Können wir mal lose kaufen? Du hast noch 8 Minuten. Ja. Aber ich glaube, der hat eh früher abhauen, ganz ehrlich. Hallo. Habt ihr denn schon Lose gekauft? Nein, aber ich glaube, das hat früher abhauen. Das kann ich nicht mehr. Wir kommen, wir machen nur jetzt eine um 12. 12 Uhr, ja, komm, oder? Also, ich komm, ran da. Wollen wir noch ein bisschen Deko kaufen? Nein, brauch ich nicht. Ich muss auch für Edgar sparen. Ja. Teuer genug, die Scheißkarre. Du kannst doch Tomo da machen. Da gewinnst du was. Aber ich wollte einfach scheinbar zwischen 2 und 3 Uhr abfahren. Vielleicht, mal gucken. Mal gucken, genau. Wird wahrscheinlich bei mir auch die gleiche Zeit werden. Ich mach mal eben hier. Weil wir uns noch ein paar Sachen zu Hause erledigen. Wir wollen Videoschneiden anfangen. Oh, er kennt das. 20 Hier sind Corsair-Teile zu verkaufen. Unter anderem. Nimm mal mit, weil gibt es da interessantes Verkauf. Wo siehst du denn Corsair? Anderseits. Ah, ja. Wer lesen kann, ist im Voll. Was hier sind? Wusste ich gar nicht, dass die anders sind. Ja, die sie rückleuchten. Hm. Ich glaube, der kriegt da falsche Vogelfutter, so wie er anhört. Ja, warte, ja. Mitnehmen. Ja, ich nehme mit. Der ist heiser. Schönes Grün. Ja, schöne Aufsteiger. Schönes Auto. Alles schön. Ganz gut. Oh, die Schrauber. Das ist die Schrauber. Da steht der Eker, der Kompressor. Da ist er nicht mehr gut. Mal gucken, kann er hier einer. Der weiß. Ah, okay. Fenster da auf. Schöne Farbe von den Signalen. Ja. Stimmt, so ein grün. Ja, sehr dunkelgrün. Aber. Stimmt. Ja, kann man machen. Energieeffizienz, klasse. Ist doch nicht scheißegal. Man muss doch ausgewiesen werden. Aber doch nicht für Spielzeuge. Doch, mittlerweile auch. Echt? Ja, ja. Dann bin ich da nicht am neuesten Stand. Ne? Aber wir noch nach unten erweitern. Ne? Halt mal fest, die Energieeffizienzklasse bei meinem ist komplett für den Puppen. Jo. Mhm.
So. Ja, das ist der wunderschöne Astra G mit der geilen Handschuhe. Da haben wir schneller. Ein agiler Corsa B Country. In Anlehnung an den Golf 2, wenn gleich der besser gelungen war. Aber das ist dann mit so kleinen Zellen, so ein ausgefedert und. Dazu mag ja nichts zu gucken. Schon 18, ey. Ja. Steve hat etwas in die Gruppe Corsa ADE gepostet. Was denn? Keine Ahnung, müsste ich jetzt gucken. Ja, ja. Jetzt schön weiß. Ja. Ja, so jetzt die neueren Modelle finde ich schöner. Aber es gibt auch schöne alte. Neu fängt 1993 an. Ja. Und ab 93 ist eigentlich nur noch. Ja. Ich spreche es nicht aus. Wir haben gerade die Kamera laufen. Darf man nicht öffentlich sagen, solche Worte. Fest. Ist zwar moderner Schnickschnack, aber die Felgen gefallen mir. Aber passt nicht auf einen. Auf den Astra. Auf den Astra, ja. Ich hätte dann aber die Stege in Weiß. Das sehe ich, glaube ich, auf meinem Astra schick. Ja, die ganze Tafel belegt. Ist das zusätzlich, oder? Die Ammertafel beledert. Ich meine aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Das hast du so bekommen, kannst du kriegen. Meine Frage. Aber dann nur für Cabo, ne? Wenn. Ja. Der ist geil, ne? Mama! Meine Mama sitzt hier. Gitte und ein paar Gitte. Ja, so habe ich mal gefahren. Mit Windel. Das Vierer, allerdings hatte ich Dach drin. Ne? Mit Windel da. Genau so laut wie vorher. Farbe ist auch schön. Ja. Einer der ersten wird es wohl sein, da ohne rechten Spiegel. Das ist nur gelackt. Allein, das ist schwarz-matt gelackt. Ja. Ja, würde ich so sehen, oder? Oder ne, ist Folie. Ist foliert. Ich weiß gar nicht, ob es den mit Vinyl da gab. Nein, ich glaube Ascona C nicht. Ich glaube, da war der B Ascona der letzte. Den gab es mit Vinyl, meine ich. Ja, da bin ich nicht sicher. Die Felgenfarbe an sich ist Hammer, aber das ist mal richtig tief, oder? Also ich finde die tief. Ja. Die Tombola geht los. Geil, die Tombola. Ich werde um 1 Uhr erstmal schön was futtern gehen. So sieht mein Plan aus. Boah, dieses Grün auf dem Corsa B, die da hinten war, das so häufig gesehen. Das war einer mit der meistverkauften. Ja, ich finde die scheußlich. Zu dem Zeitpunkt waren die voll hip, die Farbe. Warum nimmt man nicht Zitterfeld, wenn die Radleute dran halten? Das Rattenoptik ist ja. Ist das auch ein Kombi? Ja, von der Rattis ist das sehr weit entfernt.
Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Andersrum die Fahrkomponente. Dass die Abgrenzung der Felge zum Reifen hin weiß wäre, der Rest schwarz. Mhm. Wenn man da jetzt noch einen feinen Dekorstreifen auf den Rand kleben würde in weiß, dass man rechts und links davon noch schwarz sieht, ist ja wieder schön. Ja, das stimmt. Das Ding säuft wie ein Loch. Oh, ein Kappen. Irmscher. Aber ein Facelift. Dö. Schönes Braun. Guck mal, die gleiche Felgenfarbe wie du. Du hattest doch Stahlfelgen in der Farbe lackiert, oder? Ja, nur probeweise, wie ich die Pulver möchte. Ja, weiß ich. In so einem Grau, ja. Da hast du ein Beispiel auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja. Manta. Noch mit den Aquariengläsern. Ja, ich finde die gar nicht so schlimm. Nur. So, ich gehe jetzt Kompressor gucken. Ja, hab ich schon. Der Hunde fahren? Ne, der ist auch noch da. Ich dachte, der würde fahren wollen. Die Zellen haben gut gelagert, würde ich sagen. Ja, das ist normal. Ja. Diplo! Ist immer noch bei dir, Marvin. Nein, ja, ist bei dir. Warte. Oh. So, dann haben wir einmal die weiße 808. Und die 4. Ach, gut, dann nicht mitmachen. Dann ist es sauber und stimmt in der Hitze. Ja, guck mal die Scheißkarren da an. Die weiße 808? Ich gehe jetzt bei dem mal einfach gucken, ob du bei dem Kofferraum mal zutrinkst. Ja, ich guck hier auch mal nach. Ne? Plastikallergie. Immer der Parkplatz hier, ne? Ja, kann sie mal sagen. Geht, es ist nicht so aufdringlich, weil oben grau und unten schwarz ist. Wäre da jetzt eine Knallfarbe oben, dann wäre es. Die Felgen finde ich jetzt auch irgendwie. Der Spoiler ist auch lustig, weil er reicht nicht für den ganzen Deckel. Ja, der Endpreis ist auch geil, egal. Genug Gewässer. Das ist ja alles Geschmack, das kann man sagen. Ja. Das ist lecker, ne? Ja. Das sieht nämlich auch erstmal im ersten Moment ganz nett aus. Ist ja auch drin, ne? Ja, ne? Oh Mann, da. Ne, nicht ganz original. Ich bin hier. Ja. Die Sonne macht hell. Stand nicht.
damit er nachher nicht Angst kriegt. Weiß es nicht. Aber auch nicht Futter. Mhm. Sind wir hier? In Krefeld beim Charity-Treffen. Charity! Zur Fahrzeugbewertung. Marc, kannst du nicht sein lassen. Der muss wieder so Penispucker sich hinstellen. Ob ich jetzt da hinten die ganze Zeit stehe und nichts tue oder ob ich jetzt hier stehe und mir die Karre. Ich habe im Urlaub gelernt, nichts tun kann gut sein. Ich tue ja auch nichts. Hast du der Corsa eigentlich schon Hitzeschutzverglasung? Habe ich was? Hitzeschutz. Hier, ja, Solarprotect meinst du? Ja, genau. Hey, ich kann nur Deutsch. Solarprotect. Hier hat so ein Klimalager, hallo? Oh, Astra. Astra G Cabrio, was Seltenes. Oh nein. Und dann in der seltenen Farbe. Ja, mit so komischen Kapuzen hinten. Er hat den Innenfutter aus dem Parker rausgenommen. Schade, dass keine Wollparker waren. Ne? Ich glaube, zu aufklären, wir haben glaube ich am Anfang gesagt, dass hier das Charity Meeting zum Gunste von krebskranken Kindern in Krefeld, Opel-Treffen, jedes Jahr, also, ne? Ich weiß, ob ihr Bescheid wisst. Es war spät erwähnt, aber besser spät als nie. Es ist angenehm warm, aber glaube ich ein bisschen zu warm. Was haben wir, 32 oder 33 oder was? Was sagt denn deine Temperaturanzeige? Warte, ich guck mal eben. 5,5, 3. Alles klar. Aha. 5,5 Grad. Ja, könnte auch 37 sein, da weißt du bei den Dinger nie so genau. Ja, jetzt hier die Bewertungsschlange. Schalange. Schalange. Wir stehen schon Schalange hier. Es wurde vorhin gesagt, knapp 300 Autos, ne? Ja. Ja, ich weiß. Tja. Hör mal, wie lange sitzt du jetzt an diesem Würfel schon? So lange wie du das Auto hast? Korrekt. Kannst du das? Schau mal. Jetzt kommt René. Fertig. Dann bin ich aber baff. Din, 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 wir haben sich die Dinger nie so wirklich erschlossen. Das ist ja auch noch ein Original aus den 80ern. Aufs von meinen Eltern, langfristig geliehen. Ich wollte mal gerade gucken, wie warm es ist. Die haben sich mir schon in den 80ern nicht erschlossen. Ich bin dafür auch zu dämlich. Also Marc, lieber Marc. Ja, hier, Bewertungsbogen. Ne? Der hat alles angekreuzt. Alles, alles. Der ist Astra 11, Astra J. Da sieht man mal, wie geizig der Marc ist. Der hat nur 3 Euro bezahlt. Nein, ich habe mehr bezahlt, als ich hätte geben müssen. Warum? Weil es geht. Wie viel hast du denn gegeben? Über Geld spricht man nicht. Aha. Ach, hier darf man darüber sprechen. Man hat das. Übrigens, wirklich viel. Wir haben 29 Grad. Was? Ja. Im Leben nicht. So, laut Handy. Also mein Hirnwasser kocht. Im Schatten? Wenn du länger in der Sonne stehst, hast du einen Schatten, ja. Also, den haben wir schon lange. Ja. Den habe ich spätestens seitdem ich mit Opel angefangen habe. Das war, lass mich kurz überlegen, 1993. Aber du kannst ja froh sein, dass du keine Ledersitze benutzt. Im Astra aber leider. Ich auch. In einem schwarzen Cabrio mit schwarzem Dach, schwarzes Leder. Top Kombi. Ja, mit Sitzkühlung, ne? Mit Sitzkühlung. Das ist ja auch schon ein modernes Auto, ne? Funktioniert die denn bei dir? Hier, ja. Halt deine Sitzkühlung. Ja. Kann man machen? Muss man aber nicht. Ist das schön, wenn man sich ein. Ja, diese Wespenplagen hier ist auch wieder schön. Ja. Da ist ja mach doch mal den Motor auf. Übrigens, wer erfahren hat, ich glaube, habt ihr auch gehört, dass er aber nichts angetragen bei dem. Coole Sache. So, jetzt müssen wir nur noch den Haken finden. Der ist vorne rechts neben der Mitte. Ich hab den doch schon. Der klemmt bei dir ein wenig. Der ist noch so neu. Das stinkt nach Motor hier. Mir stinkt der Motor auch, ja. Aber Marc, irgendwas ist hier undicht. Da tropft was. Ach. Das ist mein Sabber. Ist normal bei solchen Autos. Brauchst du einen Zeber oder was? Nee. Weil du hast gesagt, der Tropfer. Hier aus der Ecke, mein Sabber. Nur Bekloppte. Gott sei Dank. Endlich normale Leute. Das ist ja ein einfacher Farbcode, wa? E112, ne? Ja. 112, wenn es brennt. Wenn es brennt, kommt der Markt.
Dann löscht der mit dem Vergaser. Einfach ansauen. Was hast du denn für eine Kassette momentan drin? Mach mal hier aufdrehen, deine HiFi-Anlage. Zu oder offen lassen? Zeig mal den Leuten, was du kannst. Oldschool, 90er. 90er Techno. Zweimal 10 cm, sagst du? Er hat nur vorne. Nur vorne basteln. Zweimal 10 cm, sagst du? Ja, ist klar. Du wolltest doch tanzen. Der Sender so laut. Jetzt gleich. Nicht, dass er das Auto löscht. Bitte fahren. Tschüss, Mann. Ah, du hast mir angespuckt. Wer ist das? Cool. Nee? Wer hat da eine riesen Öllache verloren? Wer hat da eine riesen Pfütze hinterlassen? Nonsenswasser oder was? Man läuft da gerade mal nochmal an. Geh mal. Kennst du das noch? Das ist doch so ein Alter. Geh mal Bier holen. Ja. Ich bin ein Kind der 90er. Oh, herrlich. Dann sag mal Tschüss, Marc. Tschüss, Community. Ja, ich hau jetzt ab, wir haben 15 Uhr. Ich muss leider noch bleiben. Marc kann mir noch rum. Ich kann das Ergebnis ja, der kann mir ein Bild schicken, wenn er was bekommen hat. Mache ich. Dann kann ich das da einblenden. Und das war's dann. Schau mal das Wochenende tschüss. Noch. Tschüss. Oh, mein alten Klacher. Ist der laut? Ich gehe mal hier in den Kofferraum. Das war das Treffen, das Shell-Team-Meeting. Wir sehen uns. Tschüss.